Neuen Video. Ich befinde mich gerade hier in Solingen, Klingentrail. War circa 2,5 Jahre, zweieinhalb Jahre nicht mehr hier. Hat sich einiges getan. Alles ein bisschen krasser geworden, wenn ich das mal hier so zeige. Dieser Table, der war eigentlich ein Drittel. Ja. Weiß nicht, wie es rüberkommt, aber die haben hier jede Menge umgebaut. Und irgendwie habe ich mir so auf so eine, auf so einen lockeren Trail hier eingestellt, und so locker ist es jetzt gar nicht. Jetzt habe ich ja irgendwie Schiss gekriegt, weil ich schon lange nicht mehr gefahren bin. Ja, mit dabei ist Toni. Hallo. Ja, er motiviert mich gerade. Und ich möchte schon wieder einpacken hier. Aber wir müssen uns erstmal warm fahren hier und ein bisschen eingewöhnen. Ich nehme euch mit. Viel Spaß mit dem Video. Ja. Das war deine, ne? Ja. So, ich bin ready. Ready? Mhm. Ganz gechillt. Achso, warte mal. Brille? Brille. Ja, sitzt. Danke. War doch okay. Ha? Alle gemacht. Alle gemacht? Alle gemacht, war okay. Aber bei schneide ich dann hinterher rein, dass du es geschafft hast. Er hat's geschafft. Voll gecased. Nochmal gecased. Aber oben hast du auch gecased, ne? Hier, ja. Ja, das habe ich. Er hat ja schon gesagt, du musst schnell sein. Schnell, ja. Also Leute, das Problem ist hier grundsätzlich an allen Sprüngen hier, die kicken so sehr. Und das macht jeden hier Gedanken. Das fährt sich nicht alles so schön sauber und du hast nicht so einen schönen sauberen Absprung. Dann kommst du schräg oder dann kicken die dich total und das macht uns hier Besorgen. Und besonders hier bei Sky High ist sehr hoch geschäbt. Ja, das sind schon auch erfahrene Leute hier, die auch hier fahren und sagen, oh, alles neu gemacht, nicht so schön. Deswegen wurde hier auch schon aufgeschüttet, weil hier kommt man hoch, aber nicht weit. Und das ist hier so ein kleines Problem. Ja, deswegen müssen die sich erstmal hier rantasten. Auch oben, ja, den Borner hier runterspringen. Da muss man auf jeden Fall Speed drauf haben, denn sonst kickst du das Ding. Hat Toni auch gerade gemacht. Yes! Ja. Ja. Ja.
nicht so begeistert, also von mir, weil ich wollte eigentlich ein bisschen mehr machen und ja, irgendwie, es ist nicht so einfach da zu fahren, muss ich zugeben. Ja, alles kickt und so, wir haben uns schon untereinander mit den ganzen Biker abgesprochen. Ja, ist nicht so einfach. Gut, jetzt waren wir mal da, ich muss jetzt nicht nochmal hinfahren. Diese Umbauten, die sie gemacht haben, ja, ist auf jeden Fall ein Plus, ist ein bisschen besser geworden, mehr Airtime. Ja, und boah, kann man mal machen. Man muss sich aber echt dran gewöhnen an die Strecke. So ist das nicht. So. Ich sag auf jeden Fall ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Abo da oder ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Was magst du da, Auto oder?